Jo, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, heute am Kongo. Und zwar ist hier heute ein Wettbewerb. Der heißt ein kurzer und ein langer. Da kann man schon raushören, worum es ungefähr geht. Jagen nach allen Fischen auf dem Fluss. Sie können jedes Gerät benutzen. Die Benutzung von Rutenständer ist verboten, die Benutzung von Booten natürlich erlaubt. Ziel ist es, bis zum Ende des Wettbewerbs einen maximalen Längenunterschied zwischen dem kürzesten und dem längsten Fisch in ihrem Setzkescher zu erreichen. Das Sekundärziel ist der größte Fisch. Allerdings nur das Sekundärziel. Also wenn jemand den gleichen Gewichtsunterschied hat wie ich zum Beispiel, den gleichen Größenunterschied hat wie ich, aber ich den größeren gefangen habe, dann bin ich ein Platz vor ihm. Wenn er den größeren Fisch gefangen hat, also den schwereren Fisch gefangen hat, oder in dem Fall den größeren, aber den gleichen Unterschied hat, dann ist er natürlich vor mir. So einfach ist das. So, gefangen werden darf natürlich alles. Ich habe mich jetzt spezialisiert hier auf den Bulldogfisch, weil das ist einer, der auch schön klein gefangen ist. Normalgröße so um die 20 cm. Ich weiß nicht, der afrikanische Hechtsalmler ist wahrscheinlich ähnlich groß. Das sind so die beiden kleinsten Fische hier, Bulldog und Hechtsalmler. Und da ich den Hechtsalmler nicht so die Plätze genau weiß, wo der überall beißt, bleibe ich beim Bulldogfisch. Müsste schon hinhauen. Und als zweiten natürlich für den großen den Nilbarsch. Der wird ja bis über 2 Meter. Jo. Und deswegen, ne? Mache ich das so. So 50 Sekunden noch. Ja. Den Bulldog fange ich hier mit der Ausrüstung. Da könnt ihr irgendeine Matchroute nehmen. Langt auch eine kleine. Nur falls was Großes beißt, ist natürlich besser, wenn man etwas Stärkere hat. Und wichtig ist nur Hakengröße, nämlich Raute 8 und Mückenlarven. Die Kombination Hakenköder ermöglicht es, möglichst kleine Fische zu fangen. Und für den Großen natürlich wieder die stärkste Rute mit 43 Kilo Rolle, 44 Kilo Schnur, 43,5 Kilo Vorfach und so weiter. Geschossblei und lalala. So, 5 Sekunden noch. Und dann geht's gleich los. Und da geht's auch schon los. In den Wettkampf gehen, bitte, danke. So, gehe ich mal hier hin. Dann werfe ich da diesen Baumstamm an. Ups, und dann habe ich die falsche Route. Das kann natürlich passieren, wenn man nicht aufpasst. Aber ja, ich die zuletzt gezeigt habe, hat er die natürlich jetzt in der Auswahl gehabt. Statt meine Matchroute. So, komm, wechsel. So ist fein. So. Muss nur noch ein Bulldogfisch beißen und dann bin ich glücklich. Der hat schon mal einen 2,5 Kilo Fisch gefangen als kleinen Fisch. Das ist schon mal viel zu groß. Ich werde hier einen mit 200-300 Gramm möglichst fangen. Wenn dann jetzt mal endlich einer beißen würde. Ja, da zuppelt was. Oh, der ist zu groß. Wieso beißt jetzt so ein Riesenfisch? Wow, der hat ja mindestens auch 2-3 Kilo. Nö, 1,4, aber ich will einen kleineren haben. Labeo ist mir zu groß.
1,4 Kilo. Weiß gar nicht, wie lang der jetzt war. Habe ich darauf geachtet, aber auf jeden Fall zu lang. Über 30 Zentimeter wahrscheinlich. Da hat schon einer einen einzigartigen Nilbarsch gefangen. Ah, das sieht schon besser aus, obwohl, ne, ist auch noch zu schwer. Boah, die werden ja immer größer. Sonst gehe ich gleich erstmal auf den Nilbarsch. Wenn die jetzt gerade gefangen werden, da noch so ein Labeo. Oh, 36 cm. Da hat der andere auch so um die 30 cm. Gut, dann werfe ich mal dahin. Letzter Versuch für den Kleinen. Und dann wechsle ich erstmal auf den Großen. Kilo, der ist so auch so ja, um die 1,80 Meter. Zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter. Dürfte der haben. So, gibt es da Fische? Hallo. Gut, dann wechsle ich jetzt auch erstmal auf die Nilbarsch. Wenn die jetzt halt gerade den Einzigartigen fangen, dann ist das jetzt auch die Zeit für den Einzigartigen. Nice. Schnell dahin. Uiuiui. So. Nilbarsch, möglichst einzigartig jetzt natürlich. Und da haben wir auch schon einen. Könnte sogar ein guter sein. Na komm. Wow, der will es aber wirklich wissen. Wow. Wo will der hin?
Ja, ist auf jeden Fall ein großer. Und 183 Kilo, ja, sehr schön. So schmeckt das. So, zweiter Platz. Der hat 188. Oh, der hat 5 Kilo mehr als ich. Das ist schlecht. Aber ich will jetzt wieder zurück zu meinem Platz. Und jetzt will ich hier einen Bulldogfisch fangen. Um meinen zweiten Platz zu sichern. Da habe ich noch 1 Stunde 21 Zeit, um einen kleinen Fisch zu fangen. Ja. Oh, weiß. Ja, der ist auf jeden Fall kleiner als das, was ich jetzt habe. Elefantenfisch. Aber wieso ist er immer noch vorne? Er hat auch 1,8 Kilo Unterschied. Ich habe nur 1,6 Kilo Unterschied. Nee. So, nee, es gibt Punkte, ne? Pro Kilo. Oder wie war das? Dann muss ich nochmal gucken. Geht auch um den Gewichtsunterschied. Und der Gewichtsunterschied ist doch bei mir. Was hat die erste Zahl zu sagen? Da 1851, 1669. Ich schnalle ich nicht. Was ist das für eine Angabe? Gibt doch keine Punkte für die Fische. Es gibt doch einen, ach so, einen Längenunterschied. Das ist da ja, stimmt, der Längenunterschied. Ausschlaggebend. Nicht der Gewichtsunterschied. Habe ich das falsch? Genau. Und der Längenunterschied ist bei mir 16, 1,669, 1669 Zentimeter oder was? Man wird da auch nicht schlau draus. So, der hat eine Länge von 198. Und der Kleine 33 Zentimeter. Wenn ich 33 Zentimeter, 33,5 Zentimeter hiervon abrechne, dann sind das 65 Ja, dann kommt das hin mit der komischen Punktzahl. 65, 66, 9, ja. Alles klar. Jetzt habe ich es geschnallt. Auch unbedingt.
1,66,9 Meter Unterschied, genau. Also 166,9 Zentimeter. Auch ein unter 20 Zentimeter. Unbedingt. Wo haben die kleinen Fische her? Frage ich mich. Der hat mit 161 Kilo Nilbarsch trotzdem größeren Größenunterschied als ich mit dem 183 Kilo. Also der muss ja einen winzigen Fisch gefangen haben. Das beißen keine Bulldoggen mehr. Wo sind die Bulldoggen hin? Das schnalle ich nicht, was jetzt hier los ist, ey. Warum keine Bulldoggen mehr bei mir beißen? Ort wechseln. Na, geht's denn irgendwo mehr ans Wasser ran? Oh, hier, endlich. So, probieren wir es mal hier. Will mindestens den dritten Platz haben am Ende. So brauche ich hier jetzt einen Fisch zwischen 10 und 15 Zentimeter. Möglichst. So, hier will gar nichts beißen. Ah, shit. Gerade genau in dem Moment. Das ist doch wieder Verarschung hier. Das sieht gut aus. Oh ne, jetzt geht die Anzeige ja schon wieder hoch. Was soll denn das? Fängt immer an, als wenn das wirklich ein kleiner Fisch ist. Und dann geht die Anzeige doch wieder hoch auf über ein Kilo. Noch nicht ganz. War immer noch viel zu groß. Ich brauche kleinere Fische. Wieso fange ich jetzt hier nur so 30 cm Dinger irgendwie? Keiner mehr. Im Test. Ich habe hier einen kurzen Test gemacht vorher, dann habe ich einen Bulldogfisch mit 21 Zentimeter gefangen. Das ist noch nicht mal der kleinste. Gibt es auch unter 20 Zentimeter.
Und jetzt plötzlich fange ich keinen mehr hier unter 30. Das ist schon mal wieder Wettbewerbsverarschung hier. So, hallo Fische, geht jetzt hier. Okay, Leute, ich werde mal Video auf Pause stellen. Sobald sich was getan hat, melde ich mich wieder. Bis dahin. Ja, Leute, ich habe noch wieder ein paar kleinere Fische gefangen, aber hier sind so viele Leute, die wesentlich größeren, einzigartigen Nilbarsch gefangen haben und trotzdem aber auch kleine Fische, dass ich weiterhin nur auf Platz 4 mich halte. Zwischendurch war ich mal auf Platz 8 sogar runter. Mittlerweile habe ich einen Fisch mit 14 cm gefangen. Und damit habe ich jetzt einen Unterschied von 184,6 cm. Und halte mich damit jetzt erstmal auf Platz 4. Bin jetzt hier auch am anderen Platz für die kleinen Fische. Hier fange ich einen ganz kleinen nach den anderen ganz kleinen. Ja, der hat wieder 22 cm. Ich werde da jetzt mal hingehen, dann brauche ich nicht so weit reinkurbeln. Aber hier in diesem Bereich. Fange ich die ganze Zeit, das ist hier beim Bootsanleger und dann links am Ufer lang bis hier zu der Stelle. Sozusagen hinter mir ist der Bootsanleger. Und wieder auf Platz 5 abgerutscht. Ich muss unbedingt noch einen zweiten einzigartigen Nilbarsch fangen nachher. Jetzt mal in der letzten Ingame-Stunde. Kann man nochmal Glück haben, nochmal einen zweiten einzigartigen Nilbarsch zu fangen. Und bis dahin werde ich dann nochmal die Pause aktivieren und dann, wenn es wieder auf Nilbarsch geht, schalte ich wieder ein. Jo, hallo, da bin ich wieder. Und ich bin die ganze Zeit schon am Nilbarsch fangen, aber es beißen keine großen mehr. Größte war nochmal ein Troppi mit über 120 Kilo. Und das war es dann auch seitdem dann nur noch zwei mit 70 Kilo und jetzt die letzten alle nur noch so 38, 39 Kilo. Werden immer kleiner. Je höher die Beißkurve steigt, desto kleiner werden die Fische. Leider.
Da hat einer später angefangen. Der fängt jetzt nochmal einen einzigartigen. So, gucken wir mal kurz beim Kescher. Mein kleinster 14 cm und mein größter 1,98 m. Also fast 2 Meter gegen 14 cm und trotzdem bin ich nur auf Platz 12. Ja, man muss ja echt Riesenglück haben, dass man einen möglichst über 190 Kilo fängt vom Einzigartigen und von den Kleinen dann auch einen so zwischen 10 und 14 Zentimeter. Jo. Ist schon traurig. Aber wie gesagt, hier der Trophy nochmal mit 126, 2 mit 70 und der Rest alles nur in den 30ern. Sogar hier einer nur mit 35. Oh, schade. Trotz dieser guten Ergebnisse ist ja kein schlechtes Ergebnis, was ich hier reingefahren habe. Mit 183 Kilo, 198 Zentimeter. Und den kleinsten mit 14 Zentimeter. Dass das nicht reicht, um weiter vorne dabei zu sein, ist schon, wie gesagt, traurig. Traurig aber war, oh, da beißt tatsächlich noch mal einer. War auch nur ein kleiner, sehe ich schon. Der ist auch wieder nur irgendwas in den 30er. Soll ich doch. 30, es werden keine großen mehr beißen. So, Kescher ist voll. Gramm Gramm drüber. Minuten noch. Ich glaube nicht, dass die letzten 8 Minuten noch mal einer beißt. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, bekanntlich. Auch einer noch mal einen Trophy gefangen mit 122 Kilo. Nö. Es will nichts mehr beißen. Probieren wir es da nochmal.
Nö. Nichts mehr. Nada, nothing, niente. Wird wohl Platz 12 bleiben, obwohl sind noch einige Spieler unterwegs. Eine halbe Stunde hat man ja Differenzzeit. Anderthalb Stunden geht der Wettbewerb, 2 Stunden hat man Zeit. Also einige haben eine halbe Stunde später angefangen. Nö, es gibt keine Barsche mehr. Jetzt ist die Beißkurve auch hier oben auf der Spitze. Da beißt so gut wie gar nichts mehr. Wenn dann nur ganz kleine, vielleicht nochmal so ein 26 Kilo Nilbarsch, absolutes Baby. Da beißt tatsächlich noch mal einer hier auf den 13 Meter Spot. Na, ist aber auch wieder nur ein kleiner. So, was schmeißen wir raus? 135 Gramm. 135 Gramm. 800. 600. 299. Das ist mein kleinster, glaube ich. 176. Ne, 276 ist mein kleinster. Lassen wir den frei und nehmen den mit. So, haben wir 739 Kilo wenigstens im Kescher. 2 Minuten noch. Ein Auswurf. Ja, einen Auswurf schaffen wir noch. Und gleich wieder das Mal Fehlbiss bei 34 Meter. Wenn wir ja nicht anders. Ganz selten, dass er da mal richtig zuschnappt. Wir hatten sogar noch einen Auswurf. Aber nur einen kurzen.
Den dürfen wir nicht mehr mitnehmen, weil der genau auf der letzten Sekunde war. Okay. Aber wir haben ganz gut Fische gefangen. Oh, Platz 14 sogar nur noch. Aber es ist ein gutes Ergebnis. Platz 14, da kann man nicht meckern. Insgesamt haben wir 778 Kilo Fisch gefangen. In den anderthalb Stunden. Gibt 215.000 Cash und reichlich XP. Bestimmt so 150.000, 160.000 XP. Okay. Ist nicht besonders schlecht gelaufen, aber auch nicht besonders gut. Mittelmäßig nach meinem Maßstab, mittelmäßig nach allgemeinem Maßstab eigentlich sogar eher gut, aber gut ist ja relativ. So, gucken wir hier nochmal rein. Punktestand. Platz 14. Noch nicht fertige Spieler 40. Fertige Spieler 12, also 52 von 74, die sich angemeldet haben, haben nur 52 gespielt. Platz 14 ist, ja. Hinteres erstes Drittel. Obwohl, nö. Mittleres erstes Drittel. Ist okay. Kein Mitleben. Jo, dann tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.